Willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors. Wir schlagen jetzt die Buggy-Piraten zusammen, nachdem Nami uns angeschlossen hat. So, Zoro ist jetzt unser Partner. Viereck, Viereck, Viereck müssen wir also drücken. Bam! Crew-Schlag aktivieren! Okay. Wow! Okay. Du hast einen Freund. Ich mag diese Aussage, die ist so geil. Die passt einfach zu Ruffy. Der findet andauernd Freunde. Wow, wow, wow. Was war das denn? Okay. L2, Crew-Schlag. Bam, bam. 200 Feinde besiegt. Okay, bam, bam. Also ich muss ja wahrscheinlich irgendein... wie sagt man? Ein Zettel mal hinlegen, wo all die Angriffe draufstehen, damit ich auch unterschiedliche hier einsetze. Haha, das war cool. Welches Tor? Ich sehe ja gar nichts. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten war was. Ja, genau. Gum-Gum-Aktion. Drücke mit Ruffy R2, um eine Griff-Aktion auszuführen. Wechsel nach dem Drücken von R2 zur Griff-Ansicht. Bewege das Visier über das Ziel und drücke die angezeigte Taste, um deine Arme zu dehnen und große Distanzen zu überwinden. Wenn etwas in deiner Nähe ist, an dem du dich festhalten kannst, erscheint über Ruffys Kopf eine Hinweisglühbirne. Führe eine Griffaktion in die angezeigte Richtung aus und du wirst einen neuen Weg finden, um voranzukommen. Das ist eine Glühbirne? Heilige Kacke. Okay, na dann. Bist du verrückt, wie sollen wir denn dir folgen? Ich wollte das auch gerade fragen. Du Irrer. Ruffy, du bist verrückt. Okay. Aha. Na dann. Hoppa. Einmal hier hoch. Oh, was haben wir denn hier? Eine Münze. Was ich damit wohl machen kann? Das werden wir schon sehen. Oh ja! Oh, ich liebe es, ein Gummimensch zu sein. Achso. Warte. Was war das denn? Achso. Achso, ich hätte hier stehen müssen. Ja, sorry. Hoppa. Und einmal rüber. Ah, und dann muss ich im richtigen Moment X. Yes, ich kann's. Huia, huia, ich bin Ruffy. Achso. Sprinten. Und große. Wow. Halt, 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 halt. Da ist wieder ein Speicherbuch gewesen, oder? Nein, ich habe mich nicht geirrt. Ich dachte schon, ich halluziniere. Das geht ja mal gar nicht. Oh yeah, oh yeah, yeah. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es ist, so ein Gummimensch zu sein. Ich glaube, das wäre überhaupt nichts für mich. Oh, verdammt. Ich habe meinen Spezialangriff eingesetzt, obwohl hier niemand ist. Ah! Nein! Ich bin verrückt. Ich muss verrückt sein. Achso, ich muss erstmal die Glühbirne haben. So, jetzt geht das. Okay, und hoch. Heilige Kacke, was macht ihr denn? Was wird das jetzt? Er denkt nach. Und hat eine Idee. Okay. Was hat dein Gehirn ausgebrütet? Dein kleines Gummihirn. Inspiration für Gum-Gum-Aktion. Wenn du in eine auswegslose Situation gerätst, kann sich Ruffy vielleicht eine neue Gum-Gum-Aktion einfallen lassen. Nutze die neu erfundene Aktion, um deinen Weg fortzusetzen. Okay. Oh mein Gott! Okay, ja, ich komm schon. So, ich brauche erstmal meinen Partner, Zoro. So, danke. Appel mit Zoro und Nami zusammen, um die Piraten zu besiegen. Kein Problem. Die machen wir doch kalt hier. Mission abgeschlossen. Das Geschütz bereitet sich auch vor den Abschuss vor. Soll ich kaputt machen? Kanone zerstören.
Durch den rechtzeitigen Einsatz von Gum-Gum-Ballon kannst du die Kanonenkugeln auf Kanonen zurückfallen lassen und sie zerstören. Achso, okay. Ich hoffe, ich habe es ausgewählt. Ja, jetzt habe ich es. Na dann. Oh, verdammt. Das war nicht gut. Okay, Gum-Gum-Ballon. Bereit machen. Bam! Ich glaube, ist er kaputt? Ja. Okay. Gum-Gum-Ballon! Oh ja, so muss man das machen. Ich liebe es. So. Erstmal will ich essen. Oh, ich hab solchen Hunger. Und SP. So, danke. So, wo muss ich denn hin? Nach da hinten. Ach komm, ich schieß mich rüber. Man muss es ja nicht umständlich machen. Wuhu! Oh mein Gott! Hallo! Na, wie geht's denn euch? Dann gehe ich mal. Okay, da muss ich rüber. Na dann. Gum-Gum-Rakete! Jupp. Und weiter, weiter, weiter. Wir dürfen niemals stehen bleiben. Gum-Gum-Aktion in der Luft. Ruffy kann nach Dinge greifen, die ihm bei der Fortbewegung helfen, während er sich bereits in der Luft befindet. Wenn dir das Visier angezeigt wird, während du in der Luft bist, dann bewege es über das Ziel und drücke die angezeigte Taste, um einen Luftgriff auszuführen. Okay, dann wollen wir mal probieren, wie das abläuft. Wow, einmal nach da oben. Und... Hoppa. Oh, da ist Reaktion gefragt. Noch eine Münze. Okay. Na dann. Das ist schon ein bisschen crazy. Das war knapp. Das kannst du aber laut sagen. Ruffy kann ja nicht schwimmen. Dadurch, dass er eine Teufelsfrucht gegessen hat, kann er nicht schwimmen. Deswegen ist das nicht gut, ins Wasser zu fallen. Das wäre nicht gut. Zielerfassung. Feinde mit einer Markierung über ihrem Kopf können erfasst werden, indem du R3 drückst. Wenn du sie erfasst hast, wird ihre Markierung rot. Du kannst den rechten Stick nach rechts oder links bewegen, um andere Feinde zu wechseln. Zweiter Offizier der Piraten ist aufgetaucht. Oh Gott, oh Gott. Das ist aber ein Muskelprotz hier. Macht erstmal Platz hier. Okay, kommt jetzt. Verschwindet mal hier. Mann, ihr geht mir auf den Sack. So muss man das machen. So verschwinden die Leute, wenn man keinen Bock mehr auf sie hat. So, anvisiert und K.O. geschlagen. Der hat ja mal gar nichts getan. So ein Waschlappen. So, danke fürs Leben. Und sie laufen weg. Lauft! Lauft um euer Leben! Ich kann sie leider nicht verprügeln. Das wäre ein bisschen fies. Und nun zerstöre Buggys Geschütz und besiege die Piraten. Oh, das war gut. Das habe ich rechtzeitig geschafft. Ich dachte schon, das schaffe ich nicht mehr. Okay, was wollt ihr? Ballon! So, 300 Feinde besiegt. Och komm, das habe ich doch gemacht. Na egal. Gum, gum. Ballon! So, erwischt. Mission abgeschlossen. Noch mehr Feinde. Och Gott, wie süß. Guckt euch die mal an. Bam, bam, bam. Ich muss mir echt einen Zettel hinlegen, womit ich verschiedene Techniken sehen kann. Das ist halt so eins dieser Spiele, wo man halt die Kombinationen lernen muss. Aber ich glaube, die lernt man auch ziemlich automatisch, wenn man so spielt. Boah! Ohne Scheiß, so ein großes Steak hätte ich gern. Oder Fleisch, einfach nur Fleisch. Wer mit dem Fleisch, ey? Boah, ohne Quatsch. Das hätte ich so gerne. Da bin ich mit Ruffy 1, ey. Essen ist so geil. Ich hätte auch gern so einen Koch wie Sanji. Was meint ihr, ey? So ein Koch wie Sanji. Boah, ich würde gern so ein großes Stück Fleisch einfach nur essen. Einfach nur essen und verschlingen. Weil ich es kann. Leider ist mein Magen nicht so gummihaft wie der von Ruffy.
Oh, Buggy erscheint. Na toll. Was soll die Haltung? Oh oh, Bosskampf gegen Buggy, der Clown. Schockmarkierung. Pausen zwischen Angriffen von Feinden werden durch eine Schockmarkierung angezeigt. Wenn du einen so markierten Feind mit einer Combo angreifst, kannst du ihn betäuben und kampfunfähig machen. Okay. Dann komm mal her. Okay. Das wird nicht einfach, den zu erwischen, glaube ich. Bam, bam, bam. Also den anzugreifen wird nicht das Einfachste sein. Obwohl, so stark ist er auch nicht. Also Buggy hat schon viel in seiner Karriere erlebt. Muss man einfach sagen. Er hat viel in seiner Karriere gelernt. Das erfährt man gar nicht am Anfang des Spiels. Des Animes natürlich und des Mangas. Aber er hat schon einiges drauf. Der ist gefährlich. Okay, jetzt sollte ich aber ein bisschen aufpassen hier. Gum-Gum-Pistole. Damit er mir hier mal wegbleibt. Bam, bam. Und dann kriegst du noch eine Pistole. Ah, Mann. Ich muss ein bisschen mehr ausweichen hier. Und bam, bam. Hey, du hast mich einfach so mitten in der Combo abgebrochen. Was wird das jetzt? Oh, ich brauche Ballon. Jetzt brauche ich Ballon. Und Ballon! Ich habe Buggy eigentlich nie so richtig gemocht. Er hat auch seine Momente, wo er richtig lustig ist. Aber an sich habe ich ihn noch nie gemocht. Buggy war immer so jemand, der total durchgeknallt ist. Aber nicht in einem positiven Sinne, sondern einfach nur bescheuert durchgeknallt. Okay. Boah. Ja, jetzt habe ich erstmal die Leutchen da explodieren lassen. So. Ja, Buggy hat mit Shanks zusammen. War auf einem Schiff. Und jetzt wird erstmal zurückgeschlagen. Oh. So mag ich das. So. Ah, oh, verdammt. Komm schon. Weg mit dem Ballon und her mit der Pistole. Und jetzt bekommst du einen Megaschlag. Bäm! Und na, den Hut aufschlitzen, bist du denn total bescheuert? Den kriegst du nicht. Niemand fasst den Hut von Ruffy einfach so an. Nein, nein, nein. Warum? Ah, ich komme mit meiner Pistole nicht daran. Oh, 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 verdammt, oh, verdammt. Da war ich zu nah. Da war ich zu nah. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Ich hole mir erstmal was zu happen. Da musst du erstmal wieder hier raus. Wie soll ich den denn fassen? Guckt euch den mal an. Wie schnell der rennt. Oh, komm. Ich kann mich ja überhaupt nicht konzentrieren. Ach so, ich hätte näher rangehen sollen. Okay. Autsch. Auch wenn er getrennt ist, kann Buggy immer noch seine Glieder spüren, wenn man was macht. Gum-Gum. Pistole. So. Verkettung. Also, erstmal hab dich, Fuß. Drücke X während einer Abfolge von Angriffen, wenn du die Distanz zu Feinden verringern möchtest, ohne deine Angriffe abzubrechen. Auch wenn der Feind seine Kraft auflädt, um einen Gegenangriff vorzubereiten, dann greif ihn an, indem du X drückst, um seine Aufladung zu unterbrechen. Erstmal muss ich ihn wieder anvisieren. Und
Bam. Komm schon. Ich sehe ihn gar nicht. Von wegen anvisiert. Denkst du, ich lasse dich jetzt hier zum Zug kommen? Ja, anscheinend. Und... Komm du jetzt mal her. Ich hasse dich. Dich kriege ich noch. Und... Bam! Voll den Roundhouse-Kick gegeben. Wie Chuck Norris. Oh yeah. Die Aktion habe ich auch geliebt. Im Anime. Das war so cool. Gum Gum. Also, drücken, drücken. Gum Gum. Bazooka. Tschüss. Arang. To be continued. Neue Münzen. Oh, ja, ja, das sind aber ganz viele Münzen. Ausdauer. Aha. Okay, erhalten Zorro Angriff. Nami Verteidigung. Buggy Angriff. Strohhut Verteidigung. Ruffys handgemaltes Zeichen. Ah ja, der hat ja mal seine Piratenflagge designt. Das war eine Katastrophe. Ausdauer. Zorros Zeichen Verteidigung. Verwahrt. Ja, möchte ich fortfahren. Das gibt einen neuen Level. Noch ein Level. Uiuiuiui. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Du hast eine Münze erhalten. Versuche sie gleich einzusetzen. Münzen einsetzen. Das Einsetzen von Münzen in die Schatztafel eines Charakters erhöht seine Werte für Leben, Angriff und Verteidigung. Welche Werte sich erhöhen, hängt von in den Hauptfächern eingesetzten Münztypen in der Mitte der Schatztafel ab. Und je mehr Sternchen die Münze hat, desto größer wird die Steigerung auch. Ja, ich würde mal sagen, dort kommt eine Ruffy-Münze einfach rein, oder? Oder eine Buggy-Münze? Naja. Ich mag Buggy nicht, aber andererseits hat er auch mehr Angriff hier so. Na, da kommt eine Ruffy-Münze rein. Ach so, oh Gott, was sind das denn jetzt alles für Dinge? Aha. Also man kann auch verschiedene Angriffsverteidigungen meistern. Achso, was die meiste hat, okay. Seitenfacheffekt. Da muss ich erstmal so ein bisschen. Also das sind Standardmünzen, Seitenfach, Meiste, Verteidigung, Angriff, Leben, Standardmünzen. Ja, ich setze einfach mal so Standardmünzen ein. Du kannst jetzt ein weiteres Lock spielen. Du kannst jetzt online spielen. Jetzt kannst du Ruffy in einem weiteren Lock einsetzen. Du kannst Zoro weiter einsetzen, Nami weiter einsetzen. Du kannst jetzt Ruffys R1-1-Aktion Gum Gum Bazooka einsetzen. Heilige Kacke. Also wir können jetzt, glaube ich, ja, Münzen können wir jetzt platzieren. Aber nur bei Ruffy. Okay. Aha. Oh Gott, da muss ich aber noch ein bisschen, wie soll man sagen, wahrscheinlich so ein bisschen gucken, wie das so abläuft. Ja. Ach, da werden wir schon genug mit rumspielen können. Hinweise speichern. Speichern tun wir. So, wir speichern jetzt erstmal, denn speichern ist wichtig, speichern ist wichtig. So, zurück zur Episodenauswahl. Also, Buggy der Clown haben wir mit A-Rang abgeschlossen. Und der nächste ist Piratenflottenadmiral Don Krieg. Oh ja, den Typen habe ich ja auch schon als Bösewicht immer gemocht. Was werden wir sehen? Das im nächsten Part. Bis dann.